Hallo ihr Lieben, jawohl, Werbung wegen Markennennung und Shopnennung, bla bla. Ja, die beiden Gefäße stehen dann nur, um dieses Ding hier zu halten, weil sonst würde es sich wölben. So, und es gibt ein Haul, vorab möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar vorab möchte ich euch sagen, falls ihr auf eine Nachricht von mir wartet und es kommt keine, dann schreibt mich bitte nochmal an oder, nee, ich sag's anders. Doch, falls ihr auf eine Nachricht von mir wartet, es kommt aber keine. Genau. Richtig so. Oder falls ihr, wie hier in dem Fall, mir was geschickt habt und es kommt von mir kein Danke, dann fragt ruhig gerne nach, weil irgendwie spinnt Facebook momentan. Das habe ich aber jetzt tatsächlich gerade heute noch in zwei anderen Gruppen gelesen, dass da ebenfalls, das waren auch so Bestellgruppen, nee, gar nicht wahr. Das eine war einfach nur eine ganz normale Bastelgruppe und das eine war eine Tiergruppe. Und irgendwie verschlingt der Messenger momentan Nachrichten. Manche können Nachrichten nicht sehen und manche können keine verschicken und manche haben welche verschickt und es sind keine angekommen. Bei mir war es jetzt der Fall. Also Mona, an dieser Stelle nochmal mein herzlichstes Entschuldigung. Es lag tatsächlich nicht an mir. Das klingt wie eine ganz, ganz lahme Ausrede, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich der felsenfesten Überzeugung, ich habe dir geschrieben, weil wenn jemand mir was schickt, bedanke ich mich immer. Ich sage nicht direkt, ob ich es schön finde. Gerade bei Überketen sage ich nicht direkt, ob ich es schön finde, weil ich dann gerne habe, dass die Leute das in meinen Videos als Reaktion sehen. Aber ich bedanke mich eigentlich, oder natürlich eigentlich, eigentlich kannst du streichen, ich bedanke mich immer. So, auf jeden Fall ist etwas angekommen, Mona. Natürlich ist es angekommen. Also, ich sag mal so, in 99,8% Fällen kommt alles an, was man mit der Post verschickt. Von daher wäre das ein Unding gewesen, wenn das jetzt nicht angekommen wäre. Gell? Ich bin hier gerade nebenbei noch was am Machen. Genau. Also, den Kanal. Sorry, den Kanal von Mona, den verlinke ich euch mal. So, und sie hat mir was geschickt. Boah, Mona, vielen, vielen lieben Dank. Die Dinger, die gehen bei mir weg wie warme Semmeln. Ich habe damit schon vieles gemacht. Ich habe dir auch geschrieben, was hier möchte ich jetzt noch nicht so an den großen Hammer hängen. Ich meine, ganz klar, was macht man mit sowas, was ich euch gleich zeige? Ist ja eigentlich klar, dass man es ausschneidet oder ausstanzt. Und irgendwo draufklebt. Genau. Und zwar hat sie mir geschickt. Die Karte zeige ich euch gleich. Und zwar hat sie mir geschickt, oh, diese geilen, 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 geilen Holoblöcke. Die habe ich ja mittlerweile auch, aber wie gesagt, ich habe die ja auch 40 Mal oder so gekauft. Aber ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt blöd, weil ihr seht ja nie, was ich so wirklich mache. Aber das klingt jetzt wirklich blöd, wenn ich euch das sage. Aber ich habe jetzt außer diesen drei und selbst die drei, die sind hier der eine, die sind jetzt schon in Anschlag. Ich habe nur noch 6 oder 7 Stück und muss tatsächlich mir Nachschub besorgen. Ja, und es sind diese holographischen Dinger, Blöcke mit 10 Blättern. Die marmorierten übrigens habe ich noch alle, aber hier die Holo-Dinger, die gehen weg. Nein, ich verkaufe die nicht. Ich bastel damit wirklich. Ach, kann ich euch jetzt noch nicht zeigen? Will ich jetzt noch nicht zeigen? Möchte ich für mich behalten? Und. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall, das sind hier verschiedenfarbige, da könnt ihr das ja schon erahnen, da habe ich was ausgestanzt. Verschiedenfarbige und selbstklebende, ja, Folienblätter. Die haben manchmal Ombre-Effekt, da, also so Farbverlauf. Und was mir an denen halt gefällt, die haben so ein schönes Holo. Die haben jetzt nicht so ein, wo habe ich irgendwo ein Beispiel? Ja, hier, die haben jetzt nicht hier so ein Muster-Holo, wisst ihr, wie ich meine? Sondern die haben halt wirklich nur so einen Glanz, so wie so ein Überzug. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist auf jeden Fall Holo, aber wie man diese Machart jetzt nennt, who knows, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gibt es da verschiedene Farben. Hier vorne sind die Farben ja auch nochmal abgeblättert, super, abgebildet. Da, das finde ich besonders schön. Und diese Variante. Es gibt da von diesen Blöcken gibt es 6. Aber wie gesagt, es gibt 3 mit diesen Holo-Dingern und die anderen 3, die sind marmoriert. Genau, das hat die liebe Mona mir geschickt. Und
Sie hat sich auch nicht lumpen lassen. Mir wieder ein paar liebe Zeilen geschickt. Ich möchte dir mal wieder eine kleine bereiten. Ja, eine kleine Freude bereiten. Hier steht wirklich kleine bereiten. Ah, mir juckt gerade das Auge. Aber cool, ist lustig, oder? Wenn Wörter fehlen oder Buchstaben fehlen, das Hirn ersetzt automatisch diese Sachen. Witzig, oder? Witzig. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja, Mona, auf jeden Fall. Also ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Und ich habe hier mal all deine Karten rausgesucht. Ich glaube, ich habe aber noch eine mehr rausgesucht, die ich in der Vergangenheit von dir bekommen habe. Und das hier ist ihre aktuellste, die ich von ihr bekommen habe, mit einem wunderschönen Alkohol-Ink-Hintergrund. Und ihre Alkohol-Inks, die sehen so komplett anders aus als meine, obwohl das ja... Also sie hat auch ein Tutorial, glaube ich, auf ihrem Kanal. Überhaupt, schaut mal auf ihrem Kanal vorbei. Und das sind die Action-Glitter-Alkohol-Inks. Aber bei ihr wirken die so plastisch. Seht ihr das vielleicht? Die kommen da, die kommen so hoch. Also die fühlt man auch. Die fühlt man auch. Und das ist so, wie es aussieht. Ich muss eher ehrlich sagen, weil dieses Alkohol-Ink-Thema so krass rumgeschwurbelt ist und ich vor Jahren auch schon mal ein Video gemacht habe, wie welche Materialien und Untergründe und, dass mir dieses Alkohol-Thema zum Hals rausgehangen ist und ich diesbezüglich dann gar keine weiteren Videos mehr geschaut habe. Also liebe Mona, verzeih es mir, dass ich jetzt hier nicht sagen kann, was du benutzt hast, weil ich mir auch dein Video tatsächlich nicht angeguckt habe. Das liegt jetzt nicht daran, weil ich dich nicht mag oder deinen Kanal nicht mag, aber man kennt es ja, man guckt ja auch nur die Sachen, die einem auch gefallen. Also, ja, und deswegen, man, ja, ist nun mal so, oder es kommt auch vor, dass man auch nur Kanäle abonniert, die man sowieso guckt und nicht, weil die einen auch abonniert haben. Ist halt so. Und viele TikTok, vor allen Dingen TikToker, regen sich ja darüber auf, dass Abo gegen Abo nicht funktioniert. Ja, warum soll es denn auch? Also, ja, ich meine, wenn man jemanden guckt und so, klar, Abo auf jeden Fall. Aber nur weil mich jemand abonniert hat, heißt es doch lange noch nicht, dass ich denjenigen auch abonnieren muss. Auf jeden Fall, so ist das nun mal, dass ich dein Video nicht geguckt habe und jetzt nicht sagen kann, was du für einen Untergrund verwendet hast. Es fühlt sich aber an wie Fotopapier oder von, es ist aber sehr dick. Es muss eigentlich irgendwie Fotopapier, irgendwas Dickeres sein, ja. Und embossedes Hello. Es ist embossed oder es ist ausgestanzt? Es ist embossed und ausgestanzt, würde ich sagen. Genau, diese Karte, die war jetzt beim letzten Mal dabei, also bei den Plöcken. Und als Grundkartstock ein wunderschöner bäriger Ton. So, ihre Umschläge sehen so aus. Und diese Karte habe ich auch mal von ihr. Das ist eine Schüttelkarte. Und die hat sie mir mal geschickt, weil ich, da waren noch... Eissticker drin und ich habe nur geschrieben, ich finde die ja so schön und ich finde Schüttelkarten so toll und kann das nicht. Und da hat sie mir damals eine Schüttelkarte geschickt, also total genial. Ach, schön. Auch immer noch einer meiner liebsten Karten. Diese hier, die möchte ich aber jetzt auch wieder in die Verpackung tun. Tuten tun. So. Dann hier. Liebe Grüße, das war diese Karte hier. So schön, so schön. Dann haben wir diese hier, sogar mit ganz krass verziertem Umschlag. Genau, da hatte, genau. Bei dieser Post waren auch Plöcke. Das ist so eine Karte. Geil, oder? Geil, oder? Brumm. Und die war auch zugemacht hier mit dem Band. Habe ich natürlich auch noch. Kommt nicht weg. Und der Umschlag war ja damals auch noch selbst gedingst, genau. Angepasst. Oh Gott, ich bin so schlimm. So, und diese Karte hier. Die war bei der vorletzten Post, die habe ich aber allerdings nicht gezeigt, weil in dieser Post hatte ich mich sehr blöd verquatscht. Also ich habe mich über Leute ausgelassen, die nicht zahlen und so. Das heißt ausgelassen. Einfach nur erwähnt und das, weil sie hat hier sich bedankt,
für die liebevoll verpackten Päckchen und Goodies aus meinem Shop. Und da habe ich eben mal so ein paar Einblicke gewährt, dass manche Leute nicht zahlen oder wie dreist und frech manche sind und dass manche Sachen einfach so nicht gehen. Bla bla bla, aber das sollte halt einfach gar kein Mods-Video werden und deswegen habe ich dieses Video gar nicht online geschaltet, weil manchmal laber ich halt viel und dann tut es mir im Nachhinein leid und dann lasse ich es bleiben. Und liebe Mona, Verzeihung, ich habe dieses Video noch, es ist auch online, es ist halt nur nicht öffentlich. Also wenn du dieses Video nach wie vor schauen möchtest, dann gebe ich dir den Link, überhaupt kein Problem. Genau. So ist das. Das ist meine Mona-Kartensammlung. So, und jetzt kommt dieser klitzekleine Haul. Und zwar war ich im Teddy. Und da habe ich einmal diese Schablone für 55 Cent ergattert. Die gab es jetzt auch nur noch einmal. Die haben aber auch noch neue Schablonen mit Einhörnern und Sternen. Dann aus der Wühlkiste für 10 Cent habe ich mir ein Non-Permanent, also hier so ein wiederablösbares Tape, gekauft. Mach mal gerade komplett ab. Und zwar, die gibt es auch beim Action. Ich habe die hier auch. Wartet hier. Das ist das vom Action und da ist ja auch hier noch eine Ersatzrolle dabei. So ist das jetzt nicht, aber ich dachte mir, ey, für 10 Cent. Und das ist von Cars. Und da sind 33 Meter drauf, 19 Millimeter. Und zwar wieder ablösbares Tape zum zeitweisen Fixieren von Papieren, Fotos, Schablonen, Vorlagen und viel mehr auf unterschiedlichen Untergründen. Das Tape lässt sich rückstandsfrei entfernen und hinterlässt auch keine Beschädigungen. Lösen Sie das Tape nach Gebrauch einfach nur vorsichtig wieder vom Untergrund. Verwenden Sie es jedoch nicht auf faserigem Papier. So, und das habe ich gekauft, weil viele das einfach als Beschriftungsetikett benutzen oder halt, wenn man mit so Schablonen arbeitet. Oder für meinen Plotter, wenn die Matte mal nicht mehr richtig klebt zum Fixieren. Oder. Also für 10 Cent macht man da nichts falsch. Und das ist mal aus dieser 1-Euro-Aktion. Also auch für einen 1-Euro macht man da nichts falsch. Ich habe das auch aus dem Action. Das ist ja das Gleiche. Aber komm, für 10 Cent, um Gottes Willen. Auch wenn ich das mal weiter verschenke. Um Gottes Willen, wisst ihr, das nimmt man mit und gut ist. So, dann hat meine blöde, wirklich blöde Serviettensucht ein bisschen zugeschlagen. Und zwar habe ich weiß nicht warum, einen Fimmel für Servietten. Ich hasse es. Weil Servietten, ich weiß, dass die viel Platz wegnehmen. Und ich habe ja auch schon ein paar. Aber wenn das schöne Servietten sind und vor allen Dingen dieses Kackflorale. Ich hasse es, dass ich so viele Leidenschaften habe. Da muss ich zuschlagen. Und zwar einmal diese Serviette. Ich hasse es wirklich, dass mir so viel gefällt. Wie es hat Hedwig jetzt gesagt, sie kauft nicht alles, aber es gefällt ihr halt alles. Oder es gefällt ihr halt viel, genau, es gefällt ihr halt viel. Und das ist echt, das ist so schlimm. Und wenn ich dann einkaufe, dann habe ich auch immer die ganzen Ideen. Aber wenn ich dann hier sitze, zack, boom, weg. So, dann diese Servietten, wie gesagt, Teddy. Schön, oder? Schön. Die kann man ja ganz einfach, wenn man jetzt ein Blatt Papier nimmt, die Serviette entlagt. Also nur die erste Lage dieser Serviette nimmt und dann Frischhaltefolie drüber, Backpapier drüber und bügeln. Dann verschmilzt das ja und dann hat man ja sein eigenes Motivpapier gemacht. Zum Beispiel, man kann auch mit Mod Podge, also mit Serviettenkleber oder hier mit ganz normal Bastelkleister das Zeug auf Papier bringen. Also mit Servietten lässt sich schon viel anfangen. Ja, und die gab es leider nur noch einmal. Die hätte ich garantiert zweimal mitgenommen. Und die sind ja halt wunderschön. Ja. Genau, Blumen. So, dann sind wir schon fast am Ende. Ich habe die Dinger hier entdeckt, die habe ich vorher auch noch nie gesehen, 1 Euro. Und zwar sind das, die lagen bei der, also bei uns sind einmal Nähsachen getrennt von normal Bastelsachen, bei euch ja dann bestimmt auch. Und die sind auch nochmal unterteilt in Sticker, Pailletten, Glitzer und was weiß ich. Und dann gibt es aber nochmal in einem anderen Gang das Regal mit den Washis, mit den Schablonen, dieses
kindlichere Regal. Wisst ihr, wie ich meine? Wo dann auch noch so Glitzerkleber steht und so Rollen für, ach, so dieses kindlichere mit Krepppapier und Wolle. Genau, Wolle ist auch noch dabei. Und dabei war wiederum das hier. Und das ist so ein Sechser-Dingen. Und ja, einfach so Dosen für Farbe. Also, genau. Die gab es auch noch in so größer. Größer, also in breiter, aber dafür nicht so hoch und nur in zweifach, auch für 1 Euro, wollte ich aber nicht. Und hört ihr? Die schließen auch recht gut. Die will ich aber auch nicht für Farbe. Ich habe mir gedacht, guck mal, die kann man auch gut hier einfach durchschneiden, durchknipsen. Dann hat man hier wiederum einzelne. Ich will hier mal Glitzerstein oder so Kleingedöns reintun, ne? So, und die hatten davon noch 4 Mal. Das vierte war aber kaputt. Und ich habe mir jetzt mal 3 mitgenommen. Weil man braucht immer mal so ein Döschen. Immer und immer und immer mal für Pailletten, für Glitzersteinchen. Vielleicht ja wirklich mal für einen Rest Wasserfarbe. Oder ich mische mir gerne auf Vorrat, wenn ich mit meinen Brushos, mit den Farbpigmentpulvern arbeite, habe ich gerne so eine alte Toffifee-Schachtel und diese Mulden und mache mir da meine Wässerchen rein. Und ja, kann man jetzt auch in Zukunft da reinmachen, kann man ja auch wieder auswaschen und. Das ist hier so Gummiplastik. Also es gibt ja Hartplastik, was schnell kaputt geht, aber das hier ist so, ja, so schönes Plastik. Ist zwar auch Plastik, aber das scheint langlebig zu sein. Ist in Ordnung. So, und dann hat mein Hirn ausgesetzt und dann habe ich mir gedacht, komm, wenn du jetzt einmal dabei bist, nimmst du sie mit. Und zwar habe ich mir einmal Streudeko gekauft, 18 Stück sind drin für 1 Euro. Und zwar hier in die Pilze. Und das finde ich schön, weil die haben halt Naturfarben. Da ist jetzt kein Türkis bei. Da waren zumal auch die Füchse, da ist ja immer Türkis bei. Ja, türkise Füchse hat man halt nicht so wirklich. Ja, auf jeden Fall hier einmal die Pilze. Die habe ich auch irgendwo noch mal vereinzelt, aber jetzt habe ich sie mal auf einem Schwung da. So ganz neu, wie ich finde, habe ich vorher noch nicht gesehen. Auch 18 Stück, 1 Euro. Und zwar Igelchen. Auch in diesen schönen Naturfarben. Und ich habe noch so viele Hobbyfun-Blätter, auch aus Holz. Die lassen sich ja damit super gut kombinieren. Die hatten auch Blätter da, auch in der Größe, Ahornblätter und so. Aber warum alles kaufen, wenn man es noch zu Hause hat? So, und neu, wie ich auch finde, habe ich noch nie gesehen, auch noch nicht in einem Haul. Auch 18 Stück, 1 Euro. Und zwar diese Füchse. Guckt mal. Oh. Goldig. Und die haben halt eben auch die Naturfarben. Wie gesagt, den Fuchs, den gibt es noch in sitzend. Der ist aber dann türkis. Also, da sind auch Türkise bei. Und das finde ich ein bisschen Verschwendung. Klar, kann man es anmalen, aber ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, und die hier sind einfach total putzelig. Ja, das war's. Das war's. Dann hoffe ich, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht auch nur mein Gelaber. Und dann wünsche ich euch einfach nur noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.